So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Ich habe wieder per Insta einige Fragen von euch bekommen, dementsprechend folgt gerne drüben, wenn ihr auch Fragen stellen wollt. Dort ist das einfach schneller und übersichtlich mal gemacht. Und dementsprechend hier beantworten wir die Fragen. Viel Spaß beim Video, los geht's! Legen wir direkt los mit der ersten Frage vom Geest Aerials, heißt der Kandidat. Wie bekomme ich Wasserflecken am besten weg? Wasserflecken, ganz, ganz unangenehmes Thema, habe ich selten Bock drauf, weil das ist unangenehm, die wegzumachen. Es gibt verschiedene Mittel, um sie wegzumachen. Ich habe zum Beispiel von Sonax den Waterspot Remover als ganz gut empfunden. Aber es gab auch noch einen von Giant, wenn ich ihn hier habe. Genau, das ist nämlich von Giant der Q2M Waterspot. So heißt er, Removes Fresh Water Spots. Ja, also damit kann man Wasserflecken ganz gut entfernen. Das Problem ist, ich hatte bei mir mal beim Z4E89 damals, einige von euch werden sich daran erinnern, in die Keramik reingebrannt, Liquid Elements Eco Shield seinerzeit, hatte ich eingebrannte Wasserflecken. Die sind nicht mehr rausgegangen. Das war ganz, ganz unangenehm. Wenn das der Fall ist, müsst ihr polieren. Ansonsten, mit so einem Waterspot Remover funktioniert es in der Regel ganz gut. Ganz schöne Frage vom Justus STU. Wie oft wäschst du dein Auto? Ganz einfach dann, wenn es dreckig ist. Und, in Klammern, wenn ich Zeit habe. Na, also man muss natürlich immer wieder ein bisschen gucken, wann hat man die Zeit dafür, wann passt es auch vom Wetter. Ich bin aber auch jemand der Verfechter davon zu sagen, ja, man kann auch waschen gehen, wenn man weiß, morgen übermorgen regnet es. Warum ist das der Fall? Denn man möchte ja den Schmutz oder vielleicht auch Salz, gerade im Winter, zur Winterzeit, da sagen viele, ja, aber wasche ich gar nicht. Gerade das Schlimmste, was man machen kann, wie ich finde, denn das Salz, was drauf ist, das arbeitet, das frisst sich rein in den Lack, in die Metalle und so weiter. Da muss was passieren, das korrodiert sonst und so weiter. Das muss auf jeden Fall regelmäßig passieren. Und ansonsten, ich kenne welche, die gehen wirklich hin und waschen jede Woche. Wenn die Kiste nicht dreckig ist, warum sollst du dann waschen? Warum wäschst du nicht dann einfach, wenn es dreckig ist und wenn du die Zeit einfach dafür hast? Aber ihr könnt euren Turnus vom Waschen gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht handhabt ihr das ja ganz anders. Ich weiß, das ist bei vielen auch ein Ritual. Das war es mit meinem Vater halt früher auch immer gemeinsam. Jeden Samstag sind wir waschen gegangen. Das war eine geile Zeit. Interessante Frage von Philipp VST. Wie reinigt man am besten folierte, also getönte Scheiben? Ja, das ist eine gute Frage, wie ich finde. Ich habe ja selber auch getönte Scheiben bei mir im Fünfer hinten. Und man muss aufpassen, die ist ja von innen drauf geklebt. Außer wenn man jetzt ab Werk getönte Scheiben hat, das ist ja in dem Glas drin. Dann ist das unerheblich. Aber worauf sollte man da achten? Man sollte darauf achten, einen Glasreiniger zu nehmen, der gut ist und nicht zu stark alkoholgetränkt oder alkoholhaltig. Weil die basieren, soweit ich weiß, so ziemlich alle auf Alkoholbasis und das riecht man ja bei den meisten dann halt auch und dementsprechend sollte man da ein bisschen aufpassen, wenn der zu stark ist, kann ich es mir vorstellen, habe ich noch keine Erfahrungswerte gesammelt, weil nur ein, zwei Autos mit getönten Scheiben gehabt, aber bislang immer einen guten, sanften, guten Glasreiniger genommen und das ist zum Beispiel von Koch Chemie ganz klar Speed Glass Cleaner. Einer meiner Lieblingsglasreiniger ist das, den ich seit vielen Jahren jetzt benutze und ach, vom Geruch her, huch, einfach toll, wirklich ein geiles Zeug, den in Verbindung natürlich mit einem Waffeltuch solltet ihr benutzen. Das ist meiner Meinung nach wirklich ideal. So bekommt ihr die Scheiben schleifenfrei sauber und das eben auch bei getönten. Die nächste Frage ist vom Trautvetter Matthias. Der schreibt hier, was hat denn dein Fünfer gelaufen? Mein Fünfer E60 ist im Baujahr 2007. Der ist jetzt sage und schreibe 15 Jahre alt geworden. Und ich habe den mit exakt 240.000 Kilometern gekauft. Da habe ich die Probefahrt gemacht, wirklich ganz genau 240.000 auf der Uhr. Und der hat jetzt 269.000 drauf. Ja, also ich bin jetzt in den 2,5 Jahren, die ich den habe, hier 30.000 Kilometer knapp gefahren. Das mag viel sein, das mag wenig sein. Da war natürlich auch das große C die letzten 2 Jahre dazwischen. Dadurch ist wenig gefahren, keine Messen stattgefunden, alles mögliche in dem Bereich. Wenig Kundentermine gehabt und so weiter. Ja, man kennt das. Nächste Frage ist vom Christoph Skrwara. Servus, wie reinigst du Touchscreens und digitale Tachos? Grüße Christoph. Moin, grüße gehen zurück. Ja, also gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten, die wirklich sehr gut funktionieren und gut sind, meiner persönlichen Meinung nach. Das ist einmal ganz klar, neu auf dem Markt seit dieser Saison, Dr. Wack All-in-One Innen- und Glasreiniger. Ich kann meinen Namen immer noch nicht merken, den Namen finde ich nicht so gut. Der ist viel zu lang, einfach All-in-One. Punkt, Thema durch. Der ist ideal. Denn ihr habt die Möglichkeit, damit wirklich so ziemlich alles im Cockpit zu machen. Das ist ein wirklich cooles Zeug, wie ich persönlich finde. Und kann wirklich auch schleifenfrei und ohne Beschädigung, ohne beim Navi-Display irgendeine Beschädigung zu machen, die Beschichtung anzugreifen oder ähnliches, das reinigen.
oder alternativ dazu seit einigen Jahren auf dem Markt. Wo ist er hin? Da ist er. Koch Chemie ASC. Das ist der All Surface Cleaner, wie der Name schon sagt, für jede Oberfläche geeignet. Und der macht das Display auch perfekt streifenfrei sauber. Das ist auch top. Die nächste Frage ist vom Stefan STS10. Wie den Kunststoff im Motorraum, Klammern Motorabdeckung, am besten reinigen und pflegen? Du sagst es ja schon selbst, ist Kunststoff, muss gereinigt und gepflegt werden. Und klar, dann nimmst du dir einen guten Reiniger. So zum Beispiel, würde ich eigentlich gar nicht da in der Richtung gucken, sondern erstmal hier. So zum Beispiel ein Polytop, Polystar, also ein guter APC. Genauso wie auch von Koch Chemie oder eben aber auch, kannst dann natürlich von Nukegeist den Allzweckreiniger nehmen. Damit kommst du auch gut ans Ziel, gar keine Frage. Und danach ist es halt wichtig, dass du den Kunststoff noch mal ein bisschen was damit pflegst und machst. Da kannst du zum Beispiel von Koch Chemie, wenn ich es jetzt finde, benutze ich so selten, deswegen steht er irgendwo weiter hinten, hier, den Motor Plus zum Beispiel nehmen. Das ist ganz cool. Da kannst du auf jeden Fall was mitmachen und dann einwirken lassen und dann hast du den Motorraum wieder schön. Und natürlich auch der weitere Schritt, weil das ist ja jetzt ganz gut, dann hat man mal eine gute Reinigung, aber was sagst du dann in 2 Monaten? Ja, Olli, soll ich das jetzt jedes Mal so machen? Und nein, das muss man meiner Meinung nach nicht so umfangreich machen. Diese Reinigung macht man in dieser Art und Weise, wie ich sie gerade vorgestellt habe, wenn man das nur alle paar Monate machen möchte. Wenn man aber sagt, ich mache das jetzt regelmäßig, mach bei jeder Handwäsche die Motorhaube auf, guck mal kurz drüber und dann nimmst du vielleicht einen Detailer oder nimmst eben so einen APC und reinigst mal kurz eben drüber. Und dann musst du nicht jedes Mal extra mit einem Motorplast drüber gehen. Oh, nächste spannende Frage von Micha Golf 7R. Wann kommt was Neues von dir, was schon mal geteasert hast? Ja, ich habe schon mal das ein oder andere geteasert, wo ich dachte, das Ding bringe ich jetzt auf den Markt, da mache ich was Neues, da habe ich eine geile Idee, da ist eine Umsetzung, die ist sinnvoll. Aber zurzeit, und das merkt man mir ja bestimmt auch an, denke ich mal, so wie ich es ja auch manchmal kommuniziert habe, wie mir Private Labeling mittlerweile auf Deutsch gesagt auf tierisch auf den Sack geht, was manche Hersteller da machen, was manche Leute machen, behaupten, das Gelbe vom Ei, das neueste, tollste Produkt, der beste Felgenreiniger auf dem Markt zu haben und dann guckst du in die Inhaltsstoffe und da ist einfach eine Phosphorsäure, also überhaupt säurehaltig drin und es wird den Leuten gesagt, yo, benutzt das regelmäßig und da kriege ich wirklich Kotzreiz. Und auf solch ein Niveau möchte ich mich nicht mit gleichem Beginn. Sage ich ganz klar, davon distanziere ich mich. Ich weiß, man hat natürlich als Private Labeling Schwierigkeiten und nicht so die Möglichkeiten. Oder anders, nehmen wir jetzt an, so ein Private Label, oder ich, nehmen wir mich, ist mir scheißegal. Nehmen wir an, ich sage jetzt, ich will einen Felgenreiniger, den 83-Me2-Felgenreiniger rausbringen. Der beste Felgenreiniger auf dem Markt. Das ist zu 95% nicht umsetzbar. Warum? Weil ich nicht die finanziellen Ressourcen habe und die 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre Erfahrung mit Chemikern, mit Forschung und Entwicklung, wie zum Beispiel ein Dr. Wack, ein Sonax, ein Polytop. Das kann ich nicht leisten. Das kann keiner im Private Labeling machen. Das ist nicht möglich, keine Frage. Weil da hängt so viel hinter. Da ist ein Team von 10, 20, 30 Mitarbeitern, die regelmäßig neue Rohstoffe überprüfen, ausmessen, probieren, rumprobieren und so weiter, wie das Neues zusammenmixen. Wie willst du das in einem Private Labeling bekommen? Und jetzt wird der eine oder andere in den Kommentaren schreiben, machen wir es mal ausführlicher hier. Weil in dem Thema bin ich halt ein bisschen drin. Und da wird der eine oder andere jetzt schreiben, ja, aber es bieten ja auch so große Hersteller XY Private Labeling an. Und dann frage ich jetzt allen Ärztes, warum sollte denn ein großer Hersteller, nennen wir ihn X, hingehen und selber einen geilen Felgenreiniger auf dem Markt haben, wo er sagt, das ist einer der besten, den es gibt? Und warum sollte der denn mir, dem 83-Me2, den gleichen anbieten? Der würde sich doch nur selber Konkurrenz machen. Natürlich würde der durch den Verkauf an mich und ich über den Weiterverkauf dann Geld verdienen, keine Frage. Vielleicht würde er dadurch auch mehr verkaufen, aber er würde sich ja selber ein Konkurrenzprodukt schaffen. Warum sollte er das tun? Das bezweifle ich. Was ich mir vorstellen kann und auch weiß bei Hersteller XY, und da gibt es mehrere, die das anbieten, die halt einen großen, guten Felgenreiniger auf dem Markt haben, die bieten eine alte Formulierung ihrer Felgenreiniger für Private Label an. Sowas gibt es, ja. Aber dann weiß ich schon, was in den Kommentaren stehen wird. Ja, Olli, ich habe mir deinen Felgenreiniger geholt, habe ich verglichen mit dem Sonax, mit dem Dr. Wack oder sonst was. Die sind besser. Ja, was soll ich dann dazu sagen? Ne? Also ich bin kein Chemiker, ich bin nicht der Entwickler, der jetzt hingeht und sagt, jo, den kann ich jetzt verbessern und rausbringen. Ich kann den Herstellern sagen, das gefällt mir nicht, das solltet ihr verbessern und so weiter. Ne? Also ich kann diesen Input liefern, wie ich das zum Beispiel damals bei Koch Chemie GSF gemacht habe, habe denen zahlreiche Sachen gesagt, wie ich mir das vorstelle, so ein Snowform und Shampoo in einem Produkt und so weiter. Und das ist damit eingeflossen, aber
selber rausbringen, das ist nochmal wirklich eine ganz andere Nummer. Aber wenn ich da mal ein Einzelvideo ganz ausführlich drüber machen soll, und da habe ich in den letzten Jahren wirklich viel gelernt, kann ich das natürlich gerne mal machen. Dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Ja, und dementsprechend dazu noch, ich habe mich ja jetzt bei dem Gespräch hier gerade eben auf Flüssigkeiten konzentriert. Was meint ihr, warum ich Tücher rausgebracht habe? Weil Tücher war ja, oder Tücher sind Zubehör meiner Meinung nach. Tücher, Waschhandschuhe. Und mit meinem, wie ich persönlich finde, das muss ich hier zustimmen, besten Trockentuch auf dem Markt, 93mm Wonder 3, genauso wie der Wonder Washer Waschhandschuh, damit habe ich wirklich ein bisschen Revolution in den Markt reingebracht. Weil wenn man sich anguckt, wie viele davon verkauft worden sind, das müssen andere Hersteller schon mal überhaupt mithalten können. Und das haben wir damals geschafft mit Martin von Waschhelden zusammen, weil wir natürlich mit den Koreanern eng zusammengearbeitet haben und geguckt haben, was gibt es da und was können die entwickeln und was gefällt uns nicht. Und das hat funktioniert. Das ist aber nochmal eine ganz andere Nummer als Flüssigkeiten. Okay, meine Freunde, das war der erste Part hier. Es sind wieder zahlreiche Fragen übrig geblieben. Im nächsten Q&A gehen wir darauf ein. Danke fürs Zuschauen, folgt mir drüben. Wie gesagt, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao. Aber richtig gefroren war es ja auch nicht. Es ist ja geflossen, ne? Oh, mutig! Ah, oh, boah! Stell dir vor, du hättest drei Züge vorher.